Meine Lieben, schön, dass wir uns wiedersehen. Ich bin ganz aufgeregt. Einmal, weil ich jetzt hier dieses neue Video drehe. Also positiv aufgeregt im Sinne von Juhu, weil ich da Bock drauf habe. Und weil ich heute ein riesengroßes Paket bekommen habe. Darum soll sich auch dieses Video drehen. Nämlich, es geht um Klamotten. Ich habe ein riesengroßes Klamottenpaket bekommen. Ich zeige es euch mal eben. Es ist sehr schwer. Oh Gott, und man könnt ihr es schon sehen. Die Kamera fällt jetzt gar nicht um. Da bin ich auch wieder hier im Bild, wo mein Apfelsaft hält. Ja, das ist ein riesengroßes Paket, schwer wie Sau. Und ja, voller Klamotten. Das habe ich von eBay Kleinanzeigen abgeholt zu verschenken. Es ist ein Überraschungspaket und ich gedulde mich jetzt noch, wegen euch es nicht auszupacken, weil es mir wichtig ist, einfach dieses Video zu drehen. Ich habe schon ganz oft solche Videos gedreht, aber dann nicht zusammengebastelt, hochgeladen. Hier ist noch eine Liste drauf, was da alles drin ist. Das ist das Einzige, was ich weiß. Also 10 Tops, 2 Hosengröße sowieso und so, ne? Richtig nice und auch nur dieser Ausschnitt war bei eBay Kleinanzeigen zu sehen. Und ich freue mich schon richtig, das auszupacken. Ja, und ich warte eben, weil es mir so wichtig ist, weil die Message mir so wichtig ist, die an dich, an die Welt zu bringen, über unseren Klamottenkonsum, generell über unseren Konsum, der doch ein bisschen ausgeartet ist, würde ich mal sagen, in der letzten Zeit. Aber besonders möchte ich über Klamotten sprechen, weil ja, ich selber unheimlich viele Klamotten gekauft habe in meinem Leben schon. Wenn ich das in Geld umrechnen würde, könnte ich mir jetzt auf jeden Fall das Wohnmobil kaufen, was ich so gerne haben wollen würde oder hätte. Also bestimmt, also so viel Geld ausgegeben. Einfach ja. Man ist so damit groß geworden oder ich bin damit groß geworden in unserer Schule. Man brauchte halt einfach immer schöne Klamotten, die neuesten so, ne? Um 2 Minuten 33 Sekunden. Ich liebe das immer. Immer diese Zeichen aus dem Universum. Immer bei meinen Videos, wenn ich sie drehe. Ja, man brauchte einfach, um in zu sein, um zuzugehören, einfach immer Klamotten, die gerade einfach so angesagt sind. Auch Marken. Also bei mir war es auf jeden Fall in der Schule so auch mit Marken und auch nach dem Studium zog sich das noch so weiter. Da waren gerade Vans in die Schuhe und generell Vans-Klamotten, so Skater, Emo-Klamotten. Naja, jedenfalls es sind ja immer Klamotten irgendwelche in, ne? Und das kostet halt einfach auch was. Und ich habe da so viel Geld für ausgegeben. All das, was ich mir irgendwie mühselig erarbeitet habe, ist weg irgendwie, ne? Es ist mir dann oft auch echt ein Rätsel. Ne, ich habe da schon so viel gearbeitet, wo ist das Geld denn eigentlich immer hin, ne? Und ein großer Teil sind auf jeden Fall Kleidungsstücke gewesen. Und ich habe in Hamburg gelebt, da war alleine zum Beispiel die Miete schon mega hoch. Ja, und Essen natürlich kaufe ich in sehr guter Qualität, in Bioqualität, aber auch das kann ich nur, weil ich Foodsharing mache. Weil ich auch da Lebensmittel rette, genauso wie ich Kleidung rette, aber dazu gleich mehr. Es war tatsächlich in Hamburg in meiner Zeit so, dass ich so einen krassen, stressigen Job hatte. Ich habe im Jugendamt im ASD gearbeitet. 40 Stunden und dann natürlich plus, weil man arbeitet ja mit Menschen und das ist nichts, was man mal eben so liegen lassen kann. Und es ist ein sehr fallbelasteter Bereich, also sehr viel mehr Arbeit als Personal da ist. Ja, und ich habe es tatsächlich einfach nicht mehr geschafft, meine Wäsche zu waschen. Also das hat einfach zu viel Zeit gekostet. Da habe ich mir einfach neue gekauft. Ich hatte so viele Unterhosen, so viele Tops, so viele Hosen, so viele Klamotten einfach, richtig viel. Also ich habe es dann am Wochenende halt natürlich, also ich habe es nicht messy-mäßig liegen lassen, auf gar keinen Fall. Ich liebe es, meine Wohnung schön zu dekorieren und das habe ich auch in der Zeit geschafft. Aber das Waschen eben 4 Minuten 33 Sekunden war einfach zu viel Aufwand. Ich hatte auch keine Waschmaschine direkt bei mir, sondern was aber auch ja cool ist, ein Waschraum in diesem wunderschönen Haus, in dem ich gewohnt habe, mit mehreren Parteien eben. Aber auch das war eben ein längerer Weg. Man musste sich in eine Liste einschreiben, so, ne, wann will ich waschen und, ne.
Und das ging einfach nicht. Und da habe ich so viel Klamotten gekauft. Dann bin ich auch sehr dick geworden in der Zeit. Sehr viel Süßigkeiten gegessen. Auch vegan ist es möglich, auch schon damals. Gar kein Problem. Ja, wegen des Stress. Das war dann ja eben bei uns im Team auch bei den anderen so. Und so gab es immer Süßigkeiten. Wir hatten dann sogar mal eine Obstschale, aber es hat nicht so funktioniert. Die hat sich nicht so durchgesetzt wie die Süßigkeitenschale. Naja, und dann brauchte ich Klamotten in größeren Größen. Dann habe ich zum Glück den Job gekündigt und ja, habe mich wieder reduziert mit den Kilos. Und auch dann wollte ich schöne Kleidung haben. Ich liebe einfach, es mich schön anzuziehen, auch heute immer noch. Und so kam es einfach unglaublich zu vielen Klamotten. Und natürlich in der Studentenzeit eher so auch diese Findungsphase, so, ne, was ist mein Stil? Und auch der ändert sich ja dann auch später auch immer noch mal wieder. Also ich würde jetzt sagen, eher jetzt ist es so, hat es sich seit Jahren schon so eingependelt, ne? Aber gerade so in der ersten Zeit ist auch, probiert man noch viel aus, so man darf alle Klamotten anziehen, ne? So, was man vielleicht in der Schulzeit irgendwie nicht so durfte oder so. Naja, und ja, unglaublich viel Ressourcen reingegangen, wenn man mal überlegt, das ganze Wasser, der ganze Strom, ne? Abgase, alles Mögliche und das ganze Geld. Total verrückt. Und jetzt mache ich das anders. Jetzt kaufe ich ganz wenig Sachen nur noch im Jahr. Und ich habe mich immer gefragt, wie können die Menschen, die das schaffen, wie machen die das, ne? Wie machen die das? Wie schaffen die das, nur 5 Sachen zu kaufen? Es war bei mir auf jeden Fall auch ein langer Weg. Also ich habe erstmal gelernt, ganz viel loszulassen, ganz viel Kleidung loszulassen von den Sachen, die ich da angehäuft hatte, weil es war für mich ja immer noch, also es war für mich einfach schwer, weil ich wollte sie gerne verkaufen, weil auch das war schwer, weil ja, die haben einfach viel gekostet. Ich habe sie gar nicht getragen oder ganz selten getragen oder auf jeden Fall noch in einem sehr guten Zustand, weil ich einfach mit meinen Sachen gut umgehe. Ja, das Verkaufen ist auch Aufwand. Dann, ach nee, will ich das nicht vielleicht doch nochmal irgendwie anziehen? So, Dann konnte ich aber immer mehr Teile so zum Verschenkmarkt loslassen, wo ich auch schöne neue Sachen gefunden habe. Und dann fing das auch so an, einfach mit diesen, dass ich einfach es geschafft habe, mir loszulassen, weil ich das so schön fand mit dem Verschenkmarkt, einfach die Sachen zu verschenken, aber auch Sachen geschenkt zu bekommen irgendwie, ne? Also es finde ich einfach so eine schöne Sache und das ist weniger zeitaufwendig und es ist ein schönes Gefühl, es ist ein dankbares, es macht ein dankbareres Gefühl, als wenn ich die Sachen verkaufe und überhaupt generell, ja, einfach ein schönes Gefühl. Und naja, so konnte ich dann mit der Zeit auch mit meinem Bewusstsein einfach immer mehr loslassen, entgiften auch. Ja, dann kam ja diese Minimalismuszeit, das war ja eine Zeit lang auch, oder ist auch immer noch, aber es fing dann so an, irgendwie, es war sehr in und dann, ja, dann kam ich aufs geldfreiere Leben und so ging das irgendwie dann. Und ja, jetzt ist es so, dass ich wirklich nur noch ganz wenig Kleidungsstücke kaufe. Also ich kaufe Sachen, die ich in der Regel, die mir ganz wichtig sind, die ich jetzt nicht unbedingt so zufällig finde. Das sind einfach hier, ich trage immer diese schwarzen Tops. So, und auch eine gewisse Marke in einer Größe und die sind mir ganz wichtig. Die kaufe ich dann, wenn die auf sind, nach. Und Unterwäsche, würde ich sagen. Wobei ich auch gebrauchte Unterwäsche tatsächlich schon, habe ich mich mal getraut, im Verschenkmarkt was gefunden, sah super aus und ja, das funktioniert auch. Also es ist einfach ein Prozess und ja. Naja, und ich nutze halt auch ätherische Öle und energetische Reinigungen und ne, also man kann das ja auch einfach total krass reinigen. Also da bin ich jetzt, habe ich jetzt auch keine Sorge irgendwie. Aber das ist immer noch so eine Hemmschwelle bei einigen, ne? Ja, und ja, also jetzt habe ich meine Kleidungsstücke, finde ich entweder an der Straße, im Verschenkmarkt oder über eBay Kleinanzeigen, weil der Verschenkmarkt hat gerade. Ja, macht die Corona-Maßnahmen mit, sage ich mal so, und da habe ich keinen Bock drauf. Genau, und deswegen finden sich andere Wege. Also es gibt schon in Oldenburg wohne ich einige ganz niedliche Schränke an der Straße fest montiert, so richtig süß. Also ich finde das richtig toll. Also ich freue mich mal richtig. Mein Herz geht auf, wenn Menschen sowas machen, irgendwie so niedliche Sachen für andere Sachen, für andere Menschen machen. Und heute, wo ich das Paket abgeholt habe, die hat auch gesagt, ja, wir haben auch ein schönes Gespräch geführt, dann eben auch über Geld. Und ja, sie, ne, also sie findet das halt auch so krass. Gerade Kinder und Jugendliche tragen die Kleidung so wenig, weil sie so schnell
rauswachsen und die tauschen auch einfach im Freundeskreis total hin und her. Und sie hat wirklich ihren Kindern so gesagt, wenn ihr irgendwas ein Jahr nicht mehr angezogen habt, ne, dann kommt das weg. Rigoros, so, ne? Und dann könnt ihr das an Freunde verteilen oder und wenn, jetzt hat sie zum Beispiel irgendwie so gemacht, wenn bis da und da ihr das und das irgendwie nicht weggetauscht habt oder so, ne, dann kommt es bei eBay Kleinanzeigen weg, und dann freuen sich einfach andere darüber. Es ist so schade, wenn es hier rumliegt, ne? Und sie freut sich einfach auch anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, einfach auf der Straße zum Beispiel oder durch solche Sachen. Und das ist, was mir halt auch total Spaß macht. Ich liebe es auch einfach, Sachen an der Straße zu finden oder im Verschenkmarkt oder meine eigenen Sachen irgendwie, die ich nicht mehr brauche, zu verschenken an andere, wo ich weiß, die würden das richtig sich drüber freuen und denen einfach eine Freude damit zu machen und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das ist halt auch jetzt hier. Erstmal freue ich mich total, macht mir sehr viel Spaß, einfach so eine Wunderkiste gleich auszupacken. Es kann auch sein, dass da einfach gar nichts für mich bei ist, aber es ist nicht schlimm. Es hat einfach schon total Spaß gemacht, die Sachen abzuholen tatsächlich. Ich habe eine richtig schöne Landpartie mit dem Auto quasi durch die Dörfer gemacht. Richtig schön war das. Die Sonne scheint, es ist so grün, unsere Landschaft hier ist so schön. Ich bin da richtig schön durch die kleinen Straßen, Landstraßen, richtig schön. Das einfach hat mich schon total erfreut. Und ich weiß ja einfach, da werden Sachen bei sein, die ich an Freunde verteile, die sich richtig freuen werden darüber, die ich damit glücklich machen kann. Und ansonsten weiß ich ja auch, es findet auf jeden Fall irgendwen anderen. Und ich lege es dann an so verschiedene Verschenkstellen dann hin, die sich hier so gebildet haben durch wundervolle Menschen. Und wo ich auch mal vorbeikomme. Und dann sehe ich dann auch, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, oh, ist schon weg. Und dann freut mich das einfach auch schon, dass es irgendwer gefunden hat und es feiert und sich darüber freut. Und ja, so ist das einfach ein schöner Kreislauf. Also diese Frau, von der ich das habe, die ist auch nicht so pro Altkleider und auch ich glaube nicht, dass die Sachen da ankommen, wo sie ankommen sollen. Also ich würde meine Sachen auf gar keinen Fall in den Altkleidercontainer geben. Und ich denke eben auch, oder ich weiß, dass es einfach hier in Deutschland auch Menschen gibt, die das einfach brauchen. Wir haben so niedrige Löhne hier. Selbst ich als Sozialarbeiterin, also in diesem Bereich habe ich sehr viele Familien kennengelernt und weiß einfach, dass auch hier Not ist, auch Not an Essen ist, nicht nur in Afrika. Und ja, und auch bei Familien, weißt du, die haben 4 Jobs in Urlaub oder sowas. Das, ne, ist gerade mal Essen und sowas drin und auch nicht irgendwie Bio-Nahrung oder sowas. Genau, und auch hier braucht es einfach die Menschen. Die Unterstützung für Menschen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, wegen Ablenkung im Außen. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir hier die Menschen auch unterstützen. Und ja, zum Beispiel, also dadurch, dass ich hier Geld spare, kann ich mir einfach andere Sachen leisten, zum Beispiel eben die Bio-Nahrung, die mir sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel. Jetzt habe ich es echt, oh Mann, den Faden verloren. Habt ihr hier gerade mal einen Faden? Das gehörte übrigens noch dazu, hier dieser Haufen. Das hat das Kind, das eine Kind einfach noch mal eben schnell dazu aussortiert. Ah, die kommt gleich. Ah, komm, ich schaff das. Ne? Und ja, ich habe auch schon so viele Sachen zum Verschenkmarkt gekarrt. Und es ist auch so ein gutes Gefühl, das dann loslassen zu können. Genau, irgendwas habe ich mit den Altkleider gesagt. Ja, dass ich nicht glaube, dass es da ankommt und dass auch, also bei uns ist einfach auch die Not da. Also es sind so niedrige Löhne. Selbst ich als Sozialarbeiterin habe einen Witz verdient für das, was ich gemacht habe. Wirklich, ein Witz. Da kann man nicht mal eben mit seiner Familie in Urlaub fahren, in Urlaub Pauschal-Dingsbums buchen. Da kannst du mit deinem Zelt irgendwo verreisen und deinem eigenen Auto, wenn du dir das leisten kannst, was du dir leisten musst als Sozialarbeiterin, sonst kriegst du gar keinen Job ohne Auto. Es ist einfach total krank. Es ist so krank. Es ist so, so, so krank, was gerade in Deutschland passiert, aber generell natürlich auf der Welt. Aber ja, uns wird immer erzählt, wir sind ein super reiches Land. Also ich will nicht sagen, dass es hier uns schlecht geht. Aber es ist, wenn man mal so genau guckt, denke ich auch nicht. Also es könnte einiges besser sein, denke ich. Also ich finde, jeder Mensch sollte in Fülle leben können und nicht für so einen Pups arbeiten
müssen dann so viel Miete zahlen. Also ich meine, wer kann sich dann heute noch Eigenheim irgendwie leisten, geschweige denn was zu bauen? Und dann auch noch gute Ernährung mit einem Angestelltenjob. Und dann auch noch, wenn du im sozialen Bereich bist, was Gutes machen willst, kannst vergessen. Also, ja. Und ja, ich finde, man kann, also was ich auf jeden Fall merke, ich kann sehr in Fülle leben, mit einem anderen Bewusstsein auf jeden Fall. Also ich kann diese Kleidung feiern. Ich brauche nicht jetzt mehr den neuen Pulli von Adidas für 79,95 in XS. Ne, aus dem und dem Laden und muss mich nicht mehr darüber, boah, ich war da shoppen, ne, mit dieser Tüte rumlaufen und hier, ne, das habe ich mir gekauft und so. Ich denke, Alter, ich gebe doch nicht 79, 95 Euro für so einen Adidas-Pulli aus. Ja, okay, ich finde die schön, aber brauche ich nicht mehr. Das ist einfach irgendwann in der Zeit auch von mir gefallen. Also dieses, ich brauche XY für mein Selbstbewusstsein, um mich irgendwie gut zu fühlen. So, ne? Es macht, ist ja auch, was Kleidung macht. Und das ist echt von mir gefallen. Es war ein langer Weg einfach, weil ich so ganz normal aufgewachsen bin. Also ich habe nie viel Markenklamotten bekommen. Da haben meine Eltern schon glücklicherweise drauf geachtet. Aber später dann eben, als ich sie mir selber kaufen konnte, weil es war ja einfach trotzdem da, das ne, in der Schulzeit und so, ne, dieses Markending irgendwie, obwohl ich wirklich sehr behütet aufgewachsen bin, an sehr guten Schulen, da war das, glaube ich, schon echt, also was ich dann so als Sozialarbeiter mitbekommen habe, bin ich sehr behütet aufgewachsen. Da ist es an anderen Schulen wohl noch ziemlich viel krasser. Also würde ich sagen, bei uns alles voll normal. Und jetzt habe ich es mich gerade leider wieder vergessen. Ich hatte noch so einen Punkt dazwischen. Weiß ich nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall, ich konnte das halt auch entgiften und loslassen. Kleidung loslassen, aber auch dieses, ich brauche XY für mein Selbstbewusstsein. Und ich feiere es einfach mega, Sachen zu finden und Sachen zu verschenken. Das ist so schön. Und zum Beispiel, was ich euch auch noch eben zeigen wollte, hier dieses Oberteil habe ich jetzt auch kürzlich gefunden. Richtig schön. In einer Farbe, die ich sehr gerne mag. Das ist so ein bisschen kürzer, so cropped geschnitten. Das sieht jetzt nur so ausgeblichen von der Kamera aus. Naja, und wie ihr seht, sind da halt so kleine Knötchen drauf, ne? Und das ist nun mal so, wenn man dann Sachen auch mal findet, die sind dann nicht gleich irgendwie 1A. Aber es gibt ja dieses Objekt, ein Fusselrasierer. Kann ich euch sehr empfehlen von Tchibo. Den gibt es da regelmäßig oder vielleicht auch online zu bestellen. Und dann macht man die einfach weg. Guckt sich da einen netten Film bei an, so wie Omas früher abends gestrickt haben oder so beim Fernsehgucken, ne? Dann macht man die so weg und dann sieht das aus wie neu. Muss man aufpassen, dass man keine Löcher reinmacht. Ne? Deswegen kann ich euch den empfehlen und nicht drücken. Den empfehlen, da passiert das eher selten. Ja, da freue ich mich sehr drauf, das anzuziehen. Aber auch ansonsten finde ich es nicht schlimm, wenn das dann eben nicht mehr 1A aussieht, weil ist ja gebraucht. Und dann, man findet aber auch Sachen mit Schild dran. Ich habe ja selber auch Sachen gekauft, die ich nie angezogen habe, mit Schild verschenkt habe. Total verrückt. Ja, und das hier habe ich auch. Das mag ich sehr gerne. Vielleicht könnt ihr es noch hier sehen. Das geht auch noch hier so. Fällt so richtig schön. Ist ganz luftig mit so einem schönen Knopf hier. Das habe ich mal aus dem Verschenkmarkt, glaube ich. Aber auf jeden Fall auch von irgendwo her. Und ja, das mag ich auch richtig gern. Und so habe ich so viele schöne Sachen. Und mindestens immer irgendein Teil an, was ich nicht selbst gekauft habe. Ich habe natürlich auch noch viele selbst gekaufte Sachen. Und die trage ich natürlich auch so lange, wie ich sie schön finde und brauche. Und genau. Ja, also, will ich euch noch irgendwas erzählen? Oh, ja. Ich wollte noch erwähnen, dass auch dieses wunderschöne Ostfriesensofa, auf welchem ich sitze, auch von eBay Kleinanzeigen zu verschenken war. Das habe ich vom Sperrmüll gerettet und die Frau hat sich sehr, sehr gefreut, dass es nicht auf den Sperrmüll kommt, weil da wäre es eben hingekommen, weil sie hätte es alleine nicht irgendwo hinbringen können. Diakonie und so wollten es nicht. Die wären auch sehr wählerisch, 19 Minuten und 33 Sekunden. Oder das Angebot, es ist einfach ein Riesenangebot da von Sachen und es wird immer noch so weggeschmissen, auf allen Ebenen, sei es Essen, Klamotten, Dekorationsartikel, technische Geräte, das ist so krass.
was einfach weggeschmissen wird, weil es das Einfachste ist, ne? Mülltonne rein, zack, fertig, muss ich mich nicht drum kümmern. Aber auch eBay Kleinanzeigen geht total schnell, will ich mal an dieser Stelle sagen. Auch ein bisschen Werbung machen. Ich kriege da kein Geld für, aber mir ist es einfach wichtig, dass ja, es der Umwelt gut geht und die Menschen in Fülle leben. Genau, das ist mir total wichtig. Und das ist einfach so ein Ding, also ich lebe so heftig in Fülle. Dadurch, dass ich Sachen verschenke und geschenkt bekomme, ist so ein, also es ist einfach alles da. Für mich ist einfach dieses Bewusstsein irgendwie, ne, zu mir gekommen. Es ist einfach alles da. Ich kann mich auch über eine wunderschöne Blume draußen freuen oder die tollen, jetzt sehe ich hier gerade die Brennnesselsamen, die ich gezüchtet habe, ne, die Mutter Natur mir einfach geschenkt hat. Es sind einfach Brennnesseln gewachsen, ich habe sie nicht weggemacht. Ich habe jetzt richtig geile Brennnesselsamen da, richtig schöne Brennnesselsamen. Ich kann mich über einen Schmetterling freuen. Und das ist für mich einfach auch alles Fülle. Ja, an dem Ort zu sein, an dem es mir gut geht, die schöne Natur zu sehen, so diese ganzen Sachen. Einen schönen Stein zu finden, schönes Eis zu essen, so Kleinigkeiten. So. Und darin die Fülle zu sehen. Also nicht immer nur in diesen materiellen Sachen. Auch einfach, dass es uns gut geht hier. Und ich bin auch richtig dankbar über mein Bewusstsein, was das ganze Corona-Kram, also was das angeht, dass ich einfach schon Jahre vorher angefangen habe, hinters Licht zu blicken, beziehungsweise auch nie mich richtig angepasst habe. Schon in der Kindheit war mir Umweltschutz wichtig und ich habe einfach anders gedacht. Und ich bin da so mega dankbar drüber. Und das bedeutet für mich jetzt auch Fülle, letztendlich, weil ich dadurch ganz anders leben kann. Nicht in dieser Angst, die geschürt wird. Ich kann, ja, ich kann einfach ganz normal leben, so wie ich vorher auch gelebt habe. Und feier die Fülle an Menschen um mich, die das genauso sehen. Und ja. Naja, und wie innen so außen. Also wenn man das in sich spürt, wird man es auch im Außen sehen können und genauso auch noch mehr anziehen. Das finde ich ganz wichtig. Und ja, manchmal ist mir das nicht so leicht gefallen, dann auch teure Sachen, die ich nicht wirklich oder gar nicht angezogen habe, dann auch zu verschenken. Ich dachte, oh Gott, ne, das war so teuer und ich hätte so viel Geld kriegen können. Aber die ganze Zeit, die ich dadurch spare, durchs Verschenken und dieses Gefühl, was ich auch dadurch habe, es einfach zu verschenken, es ist schöner, als wenn ich dafür irgendwie noch 10 Euro kriege und Ärger könnte. Ne, es könnte dann eher sein, dann ärgere ich mich, ja, es hat aber so viel gekostet, 10 Euro und den wollte ich auch noch runterhandeln. Und naja, und dann, oder dann schreibt man 5 Leuten und dann springen die wieder ab und das ist doch voll nervig. Ne? Da kann man es lieber schön verschenken und dann macht man eine schöne Radtour oder irgendwas. Oder es kommt einfach nur ein schönes Kompliment auf einen zurück irgendwie. Oder Gesundheit einfach. Ja, es muss ja auch nicht immer was Materielles sein. Einfach, dass es einem gut geht. Und ja, das finde ich einfach schön und ich bin super dankbar darüber, dass ich ja, so denke und fühle, dass ich dahin gekommen bin. Und ja, ich freue mich einfach, das gleich auszupacken, was da Schönes drin ist. Es soll auf jeden Fall, hat sie mir gesagt, zum Beispiel, einfach nur um euch das nochmal so zu verdeutlichen, ein ganz neues Adidas Schuhpaar drin sein. Größe 38,5, nicht meine Größe, aber ich freue mich jetzt schon, das zu verschenken an jemanden, der sich dann einfach freut. Und ja. Also, es ist einfach alles da. Und es bedeutet nicht, dass man dann hässlich rumläuft, wenn man zum Beispiel Klamotten nicht mehr kauft und ne, so geschenkt bekommt. Im Gegenteil. Ich habe auch so viel Neues verschenkt. Und ja, es ist auch mal, wie blickt man da drauf? Ne? Findet man das jetzt oll? Oll heißt es so, ne? Oll? Oder ne, nicht? Oder kann man das noch wieder aufwerten? Oder hat man auch eine andere Idee? Wie kann man noch was mit Loch wieder aufpimpen? Da gibt es auch total coole Bastelmöglichkeiten. Kann man was anderes daraus schneidern irgendwie? Ne? Was hat man da auch so für coole kreative Ideen irgendwie mit den Sachen? Ja, und ich wollte noch ich habe das hier noch für euch vorbereitet. Peace and Calming und Release. Die ätherischen Öle haben mich natürlich auch sehr dabei unterstützt, einfach generell loszulassen. Und jetzt gucke ich gerade so in meine schöne Wohnung und denke so, wow. Also Deko zum Beispiel kaufe ich gar nicht mehr. Und es ist hier so schön. Es ist so schön. Ich finde Deko an der Straße. Ich bekomme es geschenkt einfach von Freunden. Wir tauschen hin und her. Und ja. Also,
Das sehe ich gar nicht mehr ein, dafür Geld auszugeben. Das finde ich total verrückt mittlerweile. Also, das finde ich einfach nur noch, ne, so richtig verrückt. Also, ich liebe es, wenn es schön ist. Mir ist Deko sehr wichtig. Aber es ist verrückt, das zu kaufen. Es ist so viel da. Es ist so viel da. Und so viele Menschen schmeißen es weg. Ja. Und genau. Ich habe jetzt hier einen Tropfen Release einmal für uns. Loslassen. Eine wundervolle Mischung. Es riecht wirklich ganz, 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 ganz toll. Und diese Öle kann man auch energetisch verschicken. Und ich schicke es jetzt zu euch, beziehungsweise die Pflanzenseelen. Ich bitte sie jetzt, euch auch zu unterstützen in eurem Loslassprozess. Was auch immer ihr jetzt gerade loslassen möchtet. Schön wäre, wenn wir jetzt dieses Thema dann eben auch nehmen, kollektiv. Weil es ja eben gerade darum ging in dem Video und auch immer noch geht und die Energien einfach da sind und das jetzt einfach geöffnet ist, dass es jetzt einfach gehen darf. Und ja, ich schicke es euch jetzt rüber. Die Pflanzenseelen freuen sich, euch zu unterstützen, uns zu unterstützen. Und also diese ätherischen Öle, ich nutze die von Young Living, sind aus meiner Sicht einfach die mit der besten Qualität. Ich habe schon mit anderen gearbeitet. Sind in therapeutischer Qualität, also können auch wirklich, wirklich Sachen lösen. Wirklich Sachen lösen. Und ich mache das immer so gerne intuitiv, dann einfach fächel ich mir das dann so hin. Ja, zum Beispiel auch unter die Füße, ne? Dass ich da auch loslassen kann, bestimmte Wege zu gehen und neue zu gehen, ne? Das ist ein wundervolles Öl, das habe ich wirklich, das begleitet mich schon von Anfang an, seit 2015. Da habe ich die Öle kennengelernt. Viele schöne Sachen mit verbunden und losgelassen. Auch abends schön zum Einschlafen, wenn man einfach loslassen möchte und einfach einschlafen möchte. Das ist für mich auch so ein Ritualöl zum Einschlafen. Wenn ich mal nicht einschlafen kann, dann habe ich das schon gekoppelt mit einem schönen Schlaf. Jetzt kommt mir auch gerade noch mal die Engel einzuladen. Die Engel lade ich jetzt ein, die uns bezüglich Loslassens von materiellen Dingen, die wir nicht mehr benötigen, unterstützen können. Die melden sich gerade und möchten uns sehr gerne unterstützen. Erzengel Uriel, Erzengel Michael, Erzengel Azrael, Erzengel Metatron. Erzengel Raphael nehme ich gerade wahr. Danke, dass ihr uns auch unterstützt. Und ich feiere mich gerade, dass ich einfach so ein Video über etwas nicht Spirituelles, schon etwas über Bewusstsein, aber es ist ja auch erstmal so ein ganz normales Thema, würde ich mal sagen, mit diesem energetischen, mit diesem spirituellen Aspekt verbinde, weil das bin einfach ich. Und ich bin gerade richtig froh, dankbar, glücklich darüber, dass ich mich das traue, dass ich das einfach mache, ne? Und das jetzt nicht mache, weil ich denke, oh, Angst vor Ablehnung, oh, was denken die Leute jetzt irgendwie, ne? Hier so Engel, ne? Schnickschnack, Energy und so. Da bin ich schon so heftig gewachsen, auch dank Corona, dank letztem Jahr, so heftig gewachsen, dass ich einfach mehr meine Wahrheit leben kann. Und wenn du es bescheuert findest, dann findest du das bescheuert, dann bist du halt bescheuert. Dann ist das halt so. Für mich ist wichtig, dass es mir gut geht, dass ich meine Wahrheit lebe und auch dadurch andere ermutigen kann, ihre Wahrheit zu leben, aber auch einfach unterstützen kann mit meiner Arbeit, mit meinem Wirken. Mit dem hier jetzt zum Beispiel gerade. Und es gibt ja bestimmt noch ganz andere Videos über Kleidung und Minimalismus, die man sich auch angucken kann, ohne spirituellen Aspekt. Und ich bin das einfach und dann ist es auch in meinen Videos und ich bin gerade echt richtig dankbar darüber. Das möchte ich auch noch einfach nur mit euch teilen, weil es dann euch auch wieder enablen kann, in eure eigene Wahrheit zu kommen. Ja. Weil auch so, auch von diesen Menschen habe ich einfach gelernt, bin ich auch einfach weitergekommen, von denen, die ihre Wahrheit einfach leben. No matter, was da irgendwie die anderen denken.
Sehr schön. Sehr schön, meine Lieben. Oh, genau, hier sehe ich gerade noch meine Tasche. Die wollte ich euch auch noch mal zeigen. Da läuft gerade eine Ameise. Die habe ich zum Beispiel auch. Die finde ich richtig schön. Die ist aus Leder. Das war das einzige Manko hier, aber es stört mich jetzt nicht. Man könnte die noch mal, das ist irgendwie so ein Fleck. Ich habe das aber alles, also es war nicht dreckig oder so. Man könnte die jetzt noch mal so einölen. Die ist aus Leder, dann würde der auch verschwinden. Richtig schöne Tasche. So eine habe ich mir schon lange gewünscht, aber hätte ich mir halt nie gekauft. Hatte ich früher immer, die sind dann kaputt gegangen, weil sie aus Plastik waren, ständig kaputt gegangen. Und dann waren die irgendwie nicht mehr in Plastik in und ich wollte eigentlich auch keine mehr kaufen. Habe ich auch nicht gemacht. Und dann kamen die jetzt kürzlich auf mich zu, aus Leder, in einem kleinen Verschenkschränkchen, was eben jetzt, wie gesagt, in Oldenburg fest installiert ist, wo die drin waren. Und ich freue mich richtig über die Tasche, total schön. Und ich finde es halt einfach schön, Leder hält einfach super lange. Aber Leder würde ich mir jetzt halt nicht unbedingt kaufen halt, weil ich auch vegan lebe. Und so, ne, kann man das dann aber natürlich, also gebraucht, nutze ich es dann trotzdem. Und ich habe mir zum Beispiel auch eine Daunenjacke, oh, Stromsparmodus, Daunenjacke in gebraucht gekauft. Also das habe ich in ein paar Sachen auch dann gemacht, dass ich mir die in gebraucht gekauft habe dann. Und ich, also Sachen, die mir wichtig waren, die ich jetzt nicht unbedingt an der Straße finde oder die ich einfach jetzt haben wollte. Ne, zum Beispiel was Warmes dann zum Winter, habe ich mir dann gebraucht gekauft. Das war mir dann auch wichtig mit den Daunen zum Beispiel. Genau. Ja. Was wollte ich, glaube ich, noch? Naja. Also, meine Lieben. Ich öffne jetzt das Paket. Freue mich sehr, was da drin ist. Auf die schönen Teile für mich und die schönen Sachen, die ich dann noch wieder verschenken kann. Und ja, wünsche euch einfach eine wundervolle Zeit mit euch im Herzen. Und freue mich, von euch zu lesen in den Kommentaren. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Unterstützt mich, unterstützt einfach die Reichweite auch dieser Message. Und ja, bis bald. Schön, dass ihr dabei wart. Wie das denn aus hier?